Herzlich willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin, Frau Postheit, und den behandelnden Experten, Herrn Dr. Maurer. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Frau Postheit, Sie waren diesen Mai bei uns in der Klinik und es klingt so, es sind ja nur 2 Tage Aufenthalt, es klingt so kurz, dieser Aufenthalt. Wie lange hatten Sie schon Beschwerden und was für Beschwerden waren das, die Sie in unsere Klinik gebracht haben? Also ich hatte die Beschwerden über 30 Jahre und ich habe immer nur Tabletten bekommen. Und ich war ja bei verschiedenen Ärzten, auch wenn ich umgezogen bin, habe ich mir einen neuen Arzt gesucht und habe dem dann eben gesagt, was ich denn eben für Beschwerden habe. Und dann habe ich immer wieder nur neue Tabletten bekommen. Und jetzt war ich hier in Hamburg, also bei meiner Hausärztin. Und beim ersten Mal, als sie mich untersucht hatte, da habe ich ihr gesagt, dass ich ein WPW-Syndrom habe. Da hatte sie mir dann auch noch Tabletten verschrieben. Und als ich jetzt wieder gearbeitet hatte, da kriegte ich dann irgendwie so kalte Schweißausbrüche und dann bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren, bin zu ihr gefahren, habe mir einen Termin geholt und sie hat mich sofort zu ihnen ins Krankenhaus gefahren, weil sie hat gesagt, das macht sie nicht mehr mit. Also die Beschwerden waren unkontrolliertes Herzrasen bis teilweise 4 Stunden, dass mir sogar die Hauptschlagader schon am Hals wehtat. Tabletten haben hinterher überhaupt nicht mehr gewirkt. Ich habe sie dann nur noch genommen, wenn es wirklich absolut nicht mehr ging. Aber selbst dann ging es zum Schluss auch nicht mehr mit Tabletten. Also ich konnte nachts nicht richtig schlafen. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich hatte also alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das klingt auf jeden Fall nach einer Odyssee. Aber der Name, also das Kind wurde schon beim Namen genannt, WPW-Syndrom. Ja. Ja, und trotzdem hat man sie nicht sozusagen mit einem Katheter behandelt, sondern erstmal nur mit Tabletten, richtig? Richtig. Und das sind 30 Jahre, etwas über 30 Jahre. Und muss man sich das so vorstellen, dass das so Episoden waren, 5 Minuten oder wie lange dauerten so Episoden bei Ihnen? Also am Anfang war es nicht ganz so schlimm. Da hatte ich das irgendwie nur einmal die Woche oder so und dann wurde das aber von Mal zu Mal schlimmer. Und ich hatte dann aber eine Zeit lang auch regelmäßig die Herztabletten genommen und merkte, dass eine Besserung kam. Und dann habe ich sie aber so nach und nach wieder abgesetzt. Also der Arzt, der mir die verschrieben hat, hat gesagt, wenn ich mehr als 3 Tabletten von diesen Herztabletten brauche, dann müsste ich ins Krankenhaus. Und es ging mir ja dann eine Zeit lang gut und habe sie dann so Stück für Stück, also alle halbe Jahre mal eine Tablette abgesetzt. Ich war aber auf 2 Tabletten und dann irgendwann habe ich sie dann nicht mehr genommen. Dann hatte ich 1-2 Jahre Ruhe und dann kam das ganz plötzlich wieder, aber dann eben stärker. Und dann kriegte ich wieder diese Herztabletten. Und dann von da an ging das immer rückwärts, also dass das dann irgendwann überhaupt nicht mehr wirkte. Dann hatte ich ständig wurden die Tabletten gewechselt, weil die dann irgendwie nicht mehr, also die wie nennt man das jetzt? Die Substanzen waren zwar die gleichen, aber die Namen von den Tabletten waren halt anders. So. Und das wurde dann einfach durchgeführt, bis ich dann bei Ihnen im Krankenhaus war. Ja, das ist, also wir haben das Glück, einen Experten zu diesem Thema tatsächlich in unseren Reihen zu haben, Herrn Dr. Maurer. Und es klingt so, als ob aber von Anfang an Ihre Erkrankung ernst genommen worden ist und auch beim Namen genannt worden ist. Herr Dr. Ja. Maurer, wie ist denn das?
Ist das immer so? Weil das sind ja schon sehr langwierige Krankheitsverläufe. Wenn man da an den Falschen gerät, wird man doch sicherlich auch irgendwann mal attestiert bekommen, dass man es an der Psyche hat. Oder erkennt man so eine Erkrankung immer sofort? Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und auch was, was wir aus großen Studien mittlerweile wissen, dass viele Patienten und Patientinnen, die so anfallsartiges Herzrasen beschreiben, ja, nicht immer so für voll genommen werden, wie das eigentlich notwendig wäre. Wir wissen sogar, dass es bei jungen Frauen in manchen Studien bis zu einem Drittel der Patienten ist, die vorher für verrückt erklärt worden oder hysterisch erklärt worden sind, bevor dann die Diagnose tatsächlich gelingt. Und dabei ist eigentlich der Grundstein für eine richtig sorgfältige und genaue Diagnose von Herzrhythmusstörungen immer erstmal ein genaues Gespräch. Und genauso wie Sie, Frau Postleit, beschreiben, sind die Symptome fast immer ganz entscheidende Hinweise dann auf so ein zugrunde liegendes Problem. Es ist wichtig zu wissen, wann tritt das auf und wie oft und wie äußert sich das genau mit den Beschwerden. Und dann kann man oft schon einfach durch ein gutes Gespräch abgrenzen, ist das nicht eigentlich was ganz anderes als einfach nur panisches Herzrasen. Ne? Und so haben das zum Glück bei Ihnen die Kollegen ja auch gemacht, aber da muss man eben ganz, ganz sorgfältig sein. Und das EKG ist dann am Ende zwar eine ganz einfache Untersuchungstechnik, aber eben doch unglaublich elegant und effektiv, um die Diagnose zumindest in vielen Fällen schon zu bestätigen oder zu erhärten. Und wie muss ich mir das auch vorstellen, wenn jemand wie Frau Postleit zu Ihnen in die Sprechstunde kommt? Ist es tatsächlich eine kurze Untersuchung mit Herzultraschall und EKG und ein längeres Gespräch und damit sind die meisten Dinge geklärt oder müssen die Menschen dann ins MRT und brauchen einen Herzkatheter? Nein, also ich denke, das ist wirklich das Wunderbare auch in der Rhythmologie, dass mit einem sorgfältigen oder guten Gespräch und einer EKG-Aufzeichnung und dann in vielen Fällen natürlich noch im Herzultraschall praktisch mit ganz einfachen, ich sag mal umgangssprachlich mit Bordmitteln sozusagen, schon eine gute Diagnose gestellt werden kann und dann oft auch ein Therapiekonzept schon mit diesen einfachen Voruntersuchungen gut festgelegt werden kann. Jetzt haben wir das Glück, mit Ihnen einen ausgewiesenen Experten zu haben in unseren Reihen. Sie haben das ja in St. Georg gelernt, einem Maximalversorgungszentrum. Wie viel Übung braucht man, um so etwas überhaupt gut zu können, mit dem Elektrokatheter solche Ablationen, nennt sich das ja, Ablationen durchzuführen? Also ich weiß nur, dass gute Geiger ungefähr 10.000 Stunden brauchen, um gut zu werden. Wie ist es bei Elektrophysiologen? Ja, 10.000 Stunden kommen wahrscheinlich schon zusammen mit der Zeit. Es ist es ist so, dass die moderne Kardiologie im Prinzip auf der einen Seite natürlich das Glück hat, dass mit diesem modernen Verfahren eine dauerhafte Heilung herbeigeführt werden kann. Und wir haben ja jetzt auch eben in diesem Fall gehört, dass Tabletten oft leider gar nicht dauerhaft hilfreich sind oder bei manchen Patienten sogar gefährlich sein können. Aber das Verfahren muss sorgfältig erlernt werden. Das ist leider richtig, denn wir müssen zuerst die Ursache der Rhythmusstörung ja wirklich auf den Millimeter genau herausuntersuchen in so einer Untersuchung und dann eben auch auf den Millimeter genau veröden. Abladieren ist das Fachwort. Und das erfordert, viel Übung. Und es ist natürlich ein Glück, wenn man, wie wir in Hamburg, ein großes Zentrum hat, wo man das lernen kann. Und dann, ja, in diesen vielen Stunden, würde ich sagen, Herr Professor Garnim, trainieren kann und muss, ne, bis man das sorgfältig durchführen kann. Ja, also wir sind sehr glücklich und sind sehr dankbar, dass Sie hier sind und dieses Spektrum so in Gänze abdecken können. Frau Postleit, wenn man jetzt so zurückblickt, haben wir alle wirklich viel Glück gehabt, dass man Sie jetzt nicht für hysterisch gehalten hat, sondern das sehr ernst genommen hat. Die Tabletten haben nicht gewirkt. Und dann waren Sie Ende Mai, Anfang Juni bei uns, wurden verödet. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das von einem Tag auf den anderen weg? Oder wie war Ihr Alltag nach dieser Ablation? Ich habe ja dann nach dem Veröden habe ich ja noch ziemlich lange gelegen und da war es schon wesentlich besser. Also ich habe keine Herzrhythmusstörungen mehr bekommen. Wenn ich aufgeregt bin, dann ist das ja normal, dass das Herz ein bisschen schneller schlägt oder so, ne? Aber
mir ging das wirklich danach und bis heute, man merkt, dass es wirklich jeden Tag besser wird und ich bin so glücklich, dass das gemacht worden ist. Also ganz ehrlich, ich danke Herrn Maurer ganz, ganz doll, dass er das so schön hingekriegt hat, dass ich überhaupt keine Beschwerden habe. Absolut nicht. Ich passe allerdings auch sehr auf, dass ich noch nicht so schwer hebe oder so, ne, oder mich überanstrenge. Da mache ich dann schon mal ein kleines Päuschen, weil ich bin ja im mittleren Alter, wollen wir so sagen. Ne? Da geht das schon, dass man da schon ein bisschen vorsichtiger sein muss und sich nicht überschätzt oder so. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt keine einzigen Beschwerden mehr gehabt seit der OP, vom ersten Tag an. Ja, das sind ja wirklich tolle Nachrichten. Und mussten Sie die Tabletten weiternehmen oder konnten Sie die dann weglassen? Ich nehme keine Tabletten mehr. Mir wurde im Krankenhaus schon gesagt, ich soll die sofort wegtun. Ich soll keine Tabletten mehr nehmen. Und das habe ich auch gemacht und mir geht's wunderbar. Frau Postert, Sie haben ein tolles Schlusswort getroffen. Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Herzteams der Asklepios Klinik Nord in Heidelberg viel, viel und herzlichen Dank aussprechen für dieses nette Interview und dass Sie auch Ihre sicher unvergleichbare 30-jährige Odyssee mit uns geteilt haben. Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Rückmeldung und für Ihre Offenheit und möchten Ihnen auf jeden Fall aussprechen, dass wir uns sehr bemühen, auch zukünftig die Patienten, die einen so hohen Leidensdruck haben, bestmöglich zu behandeln. Also nochmal im Namen des gesamten Teams, vielen Dank für Ihre Offenheit und vielen Dank an den Dr. Maurer für dieses freundliche und gute Gespräch. Ich wollte mich auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Herrn Dr. Maurer und dem ganzen Ärzteteam und Schwestern, die mich so schön betreut haben, bedanken. Und ich bin richtig, richtig glücklich. Ich würde auf jeden Fall jedem dieses Krankenhaus empfehlen. Das ist nett, das freut uns sehr. Vielen Dank, Frau Postzeit. Vielen Dank, herzlichen Dank, Frau Postzeit. Sehr gerne. Ja. Danke und vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie das so schön hingekriegt haben. Ich bin richtig glücklich. Herzlich gerne, im wahrsten Sinne des Wortes. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viel Erfolg in Ihrem Beruf und ich bin froh, dass es solche Menschen gibt wie Sie, die das denn auch wirklich so toll machen. Also ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass das so schön abgegangen ist, nach so vielen Jahren, dass ich da so glimpflich bei rausgekommen bin. Das hätte ja auch nach hinten losgehen können, so, ne, weil das eben schon so lange war. Und mir wurde ja auch damals gesagt, als das festgestellt wurde, dass 1% von den Menschen, die das haben, sterben können. Und das ist natürlich aufbauend, ne? Im negativen Sinne. Also, und deswegen wundert mich, dass das mich nicht irgendein Arzt wirklich gesagt hat, so, jetzt machen wir das und fertig, Schluss, aus. Ja, aber es ist natürlich auch, muss man sagen, es gehört, wir schneiden das dann am Ende raus, also sprechen Sie ruhig offen. Wir sind natürlich auch froh, dass diese Verödung auch von Herrn Dr. Maurer gemacht worden ist und jetzt nicht irgendwie von irgendwem. Also das ist das Hauptproblem, glaube ich, dass Sie jetzt da so gut da rausgekommen sind, liegt auch daran, dass das, glaube ich, vom richtigen Mann gemacht worden ist oder von der richtigen Frau. Deshalb, ich bin da auch ganz überzeugt, dass Sie jetzt erstmal Ruhe haben werden, was das angeht. Ja. Und wenn irgendwas sein sollte, melden Sie sich sehr gerne. Herr Dr. Maurer hat ja auch eine eigene Sprechstunde und wir kümmern uns sehr gerne um Sie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie jetzt erstmal beschwerdefrei bleiben und ich drücke Ihnen alle Daumen, dass das so bleibt. Dankeschön, danke. Ja, prima. Dann danke ich Ihnen vielmals für die Bereitschaft und machen Sie es gut. Ja, ja, tschüss, danke. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss, alles Gute. Tschüss, danke.